Marzipan-Tannenbäume von Rewe, die probieren wir heute mal aus. Und auch die Rewe-Zimtsterne mit Zimt-Eiscreme und Apfelsorbet. Ob die beiden Produkte was können, wir finden es heraus. Willkommen bei der Foodschau. Jan Forschmann hat das schon gesehen. Heute testen wir Eis von Rewe. Jetzt sagen vielleicht einige, ach, das gibt's doch schon seit Jahren. Warum testest du das? Ich habe die noch nie getestet von Rewe. Also vielleicht privat, aber nicht im Video. Und dann dachte ich mir, ich drehe die mal. Denn ich finde die Verpackung dieses Jahr auch sehr, sehr schön. Also sonst ist das immer nicht so auffällig. Aber hier mit diesem Grau, mit dem Apfel, mit dem Zimt auf dem Teller sieht gut aus. Die Tannenbäume genauso. Und ich liebe diese Marzipan-Tannenbäume und diese Zimtsterne. Gibt es ja von vielen Marken. Also jeder Hersteller produziert das irgendwie. Und dann ist meistens die Frage, kommt das alles vom gleichen Hersteller? Ist es die gleiche Rezeptur? Jein. Ich teste nämlich gleich noch anderes Eis von einem anderen Hersteller, die eigentlich fast das gleiche Produkt haben. Da ist aber die Rezeptur komplett anders. Guck mal einfach mal. Hier sind es die bekannten Zimtsterne, die kennt ihr ja. Ne? Das ist also, oder hoffentlich, wenn nicht, probiert das auf jeden Fall mal aus. Zimtstern-Eis in einer Sternform mit Schokolade unten drunter. Oben ist noch Zimtpulver drauf und innen drin ist eine Apfelsorbet-Füllung. Also es ist wirklich eine gute Geschichte. Wir gucken mal auf die Zutaten und Nährwerte direkt. Und wir haben ja also eine Zimt-Eiscreme mit Apfelsorbet und Kakao, der Fettglasur mit eingedickter Andramter Milch, Schlagsahne, Wasser, Zucker, Fructosesirup, aber auch Apfelsaft. Es ist leider auch ein bisschen Kokos- und Palmfett drin, fettarmes Kakaopulver. Methylcellulose ist aber auch mit drin, was ja immer bei Veganen immer gemeckert wird, dass es mit drin ist. Es hat auch einen Bindestoff, der auch bei Eis gerne eingesetzt wird. Natürlich ist Zimtaroma, Apfelaroma, Zimtpulver, Zitronensaft, färbendes Konzentrat, kann Spuren von Eischalen, Früchten und Erdnüssen enthalten, da die Produktionsanlagen auch andere Produkte herstellen, wo diese mit drin sind. 222 Kalorien auf 100 Gramm, hat 21 Gramm Zucker und auf die Portion kommt er aber ein bisschen niedriger, denn so ein Eis hat nur 50 Gramm oder 80 ml. Bam! Weiter geht's. Wir kümmern uns jetzt mal um das Tannenbaumeis. Das ist ein Marzipaneis mit Mandeln natürlich. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen und ist wieder angegangen, warum auch immer. Tannenbaumeis, also Marzipaneis. Relativ schlimm, simpel gehalten, aber auch ein Klassiker, der eigentlich für mich zu Weihnachten gar nicht fehlen darf. Und ihr bekommt hier eine Marzipaneiscreme überzogen mit 28% kaltiger Kakaofettglasur mit Schlagsahne in 3 Hamter Milch. Leider auch wieder ein bisschen Palmfett drin, Molkeerzeugnis. Dann kommen aber auch die Mandeln. Emulgatoren sind noch ein bisschen mit drin, Stabilisatoren, Zucker, Bitterextrakt, Mandelaroma, damit es noch mandeliger schmeckt. Haben 342 Kalorien, 23 Gramm Zucker. Auf die Portion gesehen kommt er hier aber nur 85 ml oder 53 Gramm. Ja, das sind die beiden. Ich hole die jetzt hoch, weil die, ups, ich habe glaube ich gegen das Stativ getreten, sorry. Ich hole die jetzt für euch hoch, weil die sind unten im Gefrierschrank. Das macht nämlich keinen Sinn, hier das Video zu drehen und die hier schon liegen zu haben, bis dann sind geschmolzen. Dann drehe ich euch jetzt noch ganz frisch eine Nahaufnahme und danach werden sie probiert. Ja, und hier sind sie jetzt, die Tannenbäume und Sterne. An der Seite sehen wir natürlich hier wunderbar das Zimtsterneis. Das Tannenbaumeis mit Marzipan. Wir sehen also wirklich dieses Eis. Ich kann das auch nochmal in die Hand nehmen. Dann sieht man so ein bisschen die Größe. Könnte das also auch in der Hand wunderbar snacken. Und im Inneren habt ihr dann die Marzipan-Eisfüllung, die halt von der Kakaoglasur umhüllt ist. Das gleiche könnten wir jetzt hier auch wunderbar sehen. Hier ist also das Zimtstern-Eis. Das finde ich wirklich sehr schön von der Optik. Ich mag das, wenn das nicht so ganz ja, glatt ist, sondern auch so ein bisschen ja, Struktur bringt. Wie bei Kuchen heißt es auch so schön Naked Cake, dass man auch so ein bisschen das Innere sieht. Ja, dann sieht man darunter das Eis, was auch nochmal mit Zimt versetzt ist und auf diesen Kakaoglasur unten Schicht hat. Das war jetzt ein total bescheuerter Satz. Ihr wisst, was ich meine. Und hier haben wir halt das Eis selber nochmal. Hier seht ihr halt auch im Inneren, das ist also diese Apfelsorbet-Schicht. Ich nehme euch nochmal einen Tick Licht weg. Das könnt ihr hier so in der Mitte sehen, die sich hier so ein bisschen absetzt, die Schicht. Das ist also das Apfelsorbet und sonst ist es halt Eis, was drumherum liegt. Und jetzt machen wir das Wichtigste. Wir probieren es, bevor es schmilzt. Ja, ihr Lieben, und jetzt können wir es probieren. Es liegt vor mir. Ich habe jetzt vergessen, mir einen Löffel mit hochzunehmen, fällt mir gerade so ein. Also werde ich es jetzt einfach in die Hand nehmen. Zum Glück habe ich hier meine Schnupfen-Taschendruckbox immer stehen. Das ist momentan echt wirklich schlimm in der Winterzeit, dass man immer wieder Taschentücher braucht. Aber ich hatte mich hier schon gut ausgerüstet zur Sicherheit, wenn man im Homeoffice sitzt. Willst du nicht immer nach unten laufen und Taschentücher holen? Jetzt wird probiert. Wir fangen an mit dem Marzipaneis. Ich beiß da mal direkt rein und bin gespannt, was es kann. Es riecht auf jeden Fall schön nach Marzipan. Das hat wirklich einen leichten Marzipangeruch.
war vielleicht ein bisschen viel. Huch, halt. Knackt aber schön. Diese Kakaoglose. Hat einen schönen Marzipan-Geschmack. Hat, glaube ich, aber so eine leichte Beinote. Das ist das Mandelaroma. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo kommt denn dieser leichte Aromageschmack her? Also da war so eine Fehlnote im Aromabereich. Also wirklich, wirklich, wenn du viel probierst, kriegst du dieses Kram immer mit. Da ist wirklich so eine leichte Note dabei, wo ich sagen würde, finde ich nicht ganz so cool. Aber insgesamt kein schlechtes Produkt von Rewe. Könnte runder sein, wie gesagt. Ich bin da so ein bisschen schade, dass da noch Palmfett enthalten ist. Aber und diese leichte Fehlnote, die ich jetzt gerade hatte. Aber sonst ein leckeres Marzipan-Eis. Könnte aber noch mehr nach Marzipan schmecken. Punktemäßig würde ich der Rewe-Version so 3 von 5 geben. Also habe ich schon bessere Versionen gegessen. Die hier ist okay. Aber ich würde, glaube ich, da weiter auf meinen Liebling zurückgreifen, den ich mir die letzten Jahre sonst gekauft habe. Aber ich habe jetzt erstmal 6 Eis und noch 5 Tannenbäume, die ich essen muss. Also geht schon. Jetzt probieren wir mal. Das ist aber schon weich. Den Zimtstern. Mal gucken, ob ich den überhaupt noch so essen kann, ohne dass er mir komplett auseinanderfällt. Ich finde ihn sehr, sehr weich im Inneren. Also das Eis ist wirklich sehr, sehr fluffig und weich. Und auch am Ende, das ist so, ob du kriegst halt so eine Aromanote hinten drauf noch. Es ist, glaube ich, zu viel Aroma wirklich drin. Also dieses Apfelaroma. Hätten sie es, glaube ich, weggelassen, wäre es ein bisschen runder. Also man merkt, es ist zu weich. Das kann das Fett sein, was da eingesetzt wurde, das Palmfett. Dass es das zu weich macht, das Produkt. Also hätte man wirklich auf Milch und Schlagsahne weiterhin gehen sollen und nicht mit versuchen, noch mit Wasser und irgendwelchen Fetten da noch zu arbeiten. Weiß ich nicht. Also der haut mich auch nicht vom Hocker, der Zimtstern. Also sieht cool aus. Er haut mich aber geschmacklich überhaupt nicht vom Hocker. Also den würde ich mir, glaube ich, auch nicht gezielt wieder kaufen. Den würde ich auch nur so eine 2,5 geben. Ich finde, der hat einfach so einen... Also es schmeckt zwar nach Zimt und nach Eis, also auch nach dem Zimteis, aber diese Apfelnote da drin, die gefällt mir überhaupt nicht vom Geschmack. Also die ist wirklich ganz, ganz komisch. Finde ich schade. Und das ist halt so schnell schmilzt. Also es ist jetzt wirklich hier oben vielleicht... Das Brettchen ist wirklich kalt. Das habe ich im Gefrierer gehabt. Das ist wirklich kalt, wenn ich meine Hand da drauf lege, merke ich das, wie kalt die noch ist. Ich habe hier extra gerade durchgekühlt, dass der Raum kalt ist und es schmilzt wirklich extrem schnell. Das Video ist jetzt 4 Minuten, sagen wir mal, es ist jetzt 7 Minuten aus dem Gefrierer raus und es ist jetzt schon komplett geschmolzen, obwohl es auf einem kalten, eiskalten Brettchen liegt. Finde ich nicht gut gelungen. Also hätte ich mir mehr erwartet von den Rewe-Versionen, da sollten sie nacharbeiten. Das kann der Mitbewerber ein bisschen besser, wo ich mir auch schon mal gerne eine Version gekauft habe, der mit dem E am Anfang. Und einem gelb-rot, sage ich schon. Ja, gelb-rot hat er auch, aber mit dem gelb-blauen Logo. Der macht das ein bisschen besser mit seinem Eis. Also hier bin ich ein bisschen enttäuscht, finde ich schade, hätte ich mehr von erwartet. Aber beide sind so mittelmäßige Produkte. Kann man mitnehmen, macht ja nichts extrem mit falsch, geht aber natürlich noch leckerer. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Foodschauen. Ich bringe das jetzt erstmal schnell wieder runter an den Gefrierer, damit der Rest nicht wegschmilzt. Und wir sind es eins der nächsten Videos. Ich bin gespannt, wie euch diese Produkte von der Rewe schon geschmeckt haben. Oder habt ihr sie überhaupt schon probiert? Würdet ihr sie probieren? Was ist euer Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind es eins der nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Bob.